damals hat mir das Spielen viel Spaß gemacht, deswegen habe ich es gespielt. Jetzt muss ich eigentlich schon FIFA spielen zu Hause, sonst verschlechtert es meine Leistung. Also es ist schon irgendwie so ein Zwang geworden. Das ist immer eigentlich nicht so gut. Deswegen entscheiden sich auch viele einfach nicht ins E-Sport zu gehen. Also die Bedeutung vom Zocken hatte für mich früher diese, dass ich aus meiner Realität raus wollte. Also aus dem Schulalltag einfach zu entfliehen. Es ist schwierig zu sagen, ob jetzt meine Sucht oder ich selber die Hosen in dieser Beziehung anhatten. Natürlich hatte ich am Anfang viel mehr die Spiele im Griff als umgekehrt. Aber auch schon zu Kindeszeiten habe ich ziemlich oft vorm Gameboy gesessen. Damals habe ich eine PlayStation von meinem Vater bekommen, da war ich 6. Als kleines Kind habe ich wirklich sehr viel gespielt. Also es war wirklich anders als jetzt. Da, wenn ich Ferien zum Beispiel hatte, bin ich um 8 Uhr aufgestanden, habe die PlayStation angemacht und dann war die den ganzen Tag an. Also entweder habe ich oder mein Bruder gespielt. Also immer wenn Freunde auch gesagt haben, komm raus, habe ich gesagt, da muss schon was Cooles sein, um rauszugehen, weil ich weiß nicht, irgendwie war das irgendwie immer mein Ding, Konsolenspiele, und habe da auch wirklich 7 bis 10 Stunden damals gespielt als kleines Kind. Meinen ersten Titel habe ich damals im Frühling 2016 geholt. Und der zweite kam dann direkt darauf, glaube ich, im Winter. Und den dritten habe ich jetzt im Sommer geholt, im letzten Jahr. Ich hoffe noch, dass da ein paar dazukommen, auf jeden Fall. Meinen ersten PC habe ich von meinen Eltern bekommen. Da habe ich Lernspiele drauf gespielt. Hab lesen gelernt dabei und das war halt ziemlich früh, so mit 4 oder 5. Damals war es ein neues Medium und es war meinen Eltern wichtig, besonders meinem Vater, dass ich halt mich mit dem vertrauen kann, weil ihm klar war, dass es die Zukunft ist. Je mehr man sozusagen am PC hockt, desto besser lernt man den kennen. Und das war einer der Gründe, warum da nichts unternommen wurde. Das zweite war, dass ich einfach eher anti-autoritär in der Hinsicht erzogen wurde. Das heißt, mir wurde es einfach überlassen. Ich glaube, das fing an, als ich 6 Jahre alt war. Da haben mein Bruder und ich eine Konsole bekommen. Ja. Bedingung war natürlich immer Konsole liegen lassen für die Ferien. Dann hast du Zeit. Davor konzentriere dich bitte auf die Schule. Und so haben wir das auch normalerweise gemacht, bis dann mehrere Faktoren dazu geführt haben, dass weniger Kontrolle da war und ich hier und da auch mal in der Schulzeit gespielt habe. Na, endlich! Für mich das Schlimmste, also die schlimmste Zeit war so, wo ich so 15, 16 war. Das war dann so in der 9., 10. Klasse. Das war einerseits, war das zuerst durch Hänseleien, also durch, dass sie meine Sachen geklaut haben, irgendwie Sportzeug versteckt haben, sodass ich halt Ärger bekommen habe von den Lehrern, bis hin zu den ersten Vorfällen von Cybermobbing bei uns an der Schule eben, dass sie halt irgendwelche Seiten auf Facebook, also Gruppen erstellt haben auf Facebook, wo dann irgendwelche Gerüchte über mich erzählt worden sind, Fotomontagen gemacht worden sind und alles. Die Videospiele und sonst was haben mir halt in der Zeit eine Sicherheit gegeben, weil ich einfach da habe ich alles richtig gemacht. Da wurde ich belohnt für die Sachen, die ich gemacht habe und alles. Und da war nicht alles falsch. Ein Spiel sagt dir einfach, nee, hier, du hast das Level geschafft. Du bist toll. So, und das hat mir halt gefehlt in der Zeit. Also in der richtigen Welt. Dieses
Gaming House gibt es ungefähr seit einem Jahr. Seit 2 Jahren spiele ich schon bei Expert. Das heißt, das erste Jahr war ein bisschen anders. Also man fühlt sich echt wohler, wenn man so ein Haus hat, wo man auch für sich alleine ist. Also meistens habe ich hier dann meine Ruhe, wenn ich meine Turniere spielen muss oder in Ruhe streamen kann. Um 11 Uhr streamen wir jeden Tag und es geht so bis 3 Uhr. Da streamen wir die verschiedensten Spiele, meistens natürlich FIFA, wenn ich dabei bin, aber auch andere Spiele. Jo, da sind wir auch schon wieder auf der Couch hier in der Bude von Tölz und ich habe 2 coole Gäste mitgebracht und zwar den Mo, den kennt ihr ja noch, den haben wir jetzt auch schon ein paar Momente gesehen und der Mero ist noch hier. Jo, moin. Das heißt, Expert E-Sportler aus PES und FIFA. Und, aus Bochum. Aus Bochum. Beide aus Bochum. Mhm. Wir fangen eh mit FIFA an, oder? Habe ich gehört. Für den Anfang. Ja. Also wir sehen jetzt quasi den Mo auf Barcelona, auch von links nach rechts. Dribbelt auch schon, als würde er sein ganzes Leben nichts anderes machen. Und in Rekordzeit geht er auch in Führung 1-0. Das Verteidigen ist halt so schwer. Er nimmt auch keine Rücksicht einfach, der Mo. Er sagt einfach so, ja, egal. Ich muss ja ernst, ich spiele gegen einen Profi. Ja. Als ich so 12 war, konnte ich das Spiel wirklich richtig gut. Da war ich auch besser als mein älterer Bruder. Und da war der immer so, es war immer für den so eine Schande, gegen seinen jüngeren Bruder immer zu verlieren. Aber so wurde ich dann immer besser, weil wir beide sehr starke FIFA-Spieler waren und wir beide uns immer duelliert haben über Jahre. Und ich und mein Bruder sind dann auf ein Turnier gegangen und da haben wir beide sehr gut abgeschlossen und wussten dann irgendwie, dass wir schon so einer der Besten sind. Ach, das ist schon 6-1. So ganz nebenbei schon 6-1. Dann ging es richtig schnell. Da habe ich auch 2 Monate später schon in meinem ersten Turnier die deutsche Meisterschaft geholt. Also da waren, ich kam so wie so ein Blitzstarter aus dem Nix und habe da die ganze Szene überrascht. Sport hat bei mir eigentlich angefangen mit der Schule, Schulsport, viel habe ich da außerhalb nicht mehr gemacht. Später habe ich dann angefangen mit ein wenig Laufen und weil ich irgendwie immer auch ein Interesse an Judo hatte, das aber niemals weiterverfolgt war, habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich ein echt geiles Hobby, um auch ein bisschen die Spiele, Surfwelt ein wenig zu verdrängen, dass ich einen Ausgleich habe zum Computer. Ich studiere Intermediate Design im 3. Semester. Das ist von Webdesign zu Konzepte für App-Entwicklung und Film, also Kurzfilm, Dokumentation, 3D und Games. Und ich mache das, weil ich einen großen Medieneinblick haben wollte. Durch Spiele und durch die Computererfahrungen, die ich halt gesammelt habe, habe ich ein großes Interesse an solchen, also an Programmieren und halt Medien. Deswegen, ich glaube, hätte ich nicht gespielt am Anfang oder als zu meiner Jugend, wäre ich wahrscheinlich nicht in diesem Studium gegangen. Ich höre gerne andere Sachen, vor allem weil in FIFA kann man nicht so viel Neues lernen und in anderen Spielen bin ich da nicht so gut und kann da mit Freunden spielen, die da besser sind als ich und das macht dann auch, ist mal was anderes und macht viel Spaß. Ich zeige ganz gerne auch Ballerspiele wirklich, wie Fortnite oder Call of Duty. Hey! Da ist das Ding! Victory Royale, Baby! Das war ein bisschen. Das ist zu langweilig. War ein bisschen lucky, aber muss man sagen. Manchmal kommt man halt zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort. Das ist zu leicht. Das ist einfach, ich will immer eigentlich der Beste sein. Und das ist immer so ein Ziel. Und deswegen, wenn man selber merkt, dass man immer besser wird, das ist immer. Also, das ist allgemein für Menschen immer ein schönes Gefühl. Ich würde sagen, Mo,
Du bist aber jetzt mein neuer Fortnite-Partner. Stefan kann nach Hause gehen, mit dir läuft das wesentlich Stefan gechillter. Macht die Kills, aber ich bin effektiver. Ich, bin, ja. ich suche uns die Schleichwege. Genau so. Was mich vordergründig am Spielen fasziniert oder reizt, ist, dass ich ein klares Ziel habe, auf das ich hinarbeiten kann, dass ich diese Leistung erbringen kann, dass ich darüber hinaus meine eigenen Ziele stecken kann und diese Ziele selber verwirklichen kann auch. Dabei geht es jetzt nicht unbedingt immer darum, der Realität zu entfleuchen. Nein, es ist wirklich für mich hauptsächlich einfach Spaß. Ein richtiges Hobby. Das Gefährliche an so Sachen wie Wochenende und am Urlaub ist, dass ich dann durchaus oftmals maßlos übertreibe, weil ich ja denke, gut, ich habe ja jetzt frei. Und warum soll ich in meiner Freizeit nicht das machen, was mir in meiner Freizeit Spaß macht? Ne? Dann ist es meistens so, dass ich irgendwie Kleinigkeiten auf der Strecke liegen lasse, die eigentlich selbstverständlich wären, wie zum Beispiel einfach nur Wäsche waschen. Sicherlich ist vieles von dem, was ich mache, nicht in irgendeiner Weise von Vorteil in meinem Alltag. Aber ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass vieles davon wirklich Zeitverschwendung war, weil selbst wenn es irgendein lächerliches Video über Memes oder Katzen ist oder irgendwas, habe ich zumindest diese 5 Minuten, 10 Minuten, was auch immer, wie lange, noch darin investiert, mir die Hucke voll zu lachen. Und von daher bin ich 10 weitere Minuten der Depression entkommen, also hurra! Ich tue mir manchmal wirklich schwer, neue Leute kennenzulernen, aber manchmal habe ich dann auch so Phasen, wo ich so denke, so, boah, ich muss unbedingt neue Kontakte knüpfen und sonst was. Also ich bin sehr offen, aber also so richtig befreunden kann ich mich nur mit wenigen. Ich bin seit einem Jahr jetzt hier und ich habe die besten Freunde gefunden fürs Leben. Alle Sachen überschneiden sich von den Interessenfeldern und deswegen, das ist absolut ein neues Gefühl für mich, weil auch viele eine ähnliche Vergangenheit haben wie ich. Und also unter anderem halt auch viel gespielt haben oder sonst was durchgemacht haben. Und wir haben alle so im Gespür, dass wir gleich sind. Hier sind wir akzeptiert, wo wir sonst halt Außenseiter waren. Ich war bei der Gamescom, da konnte ich die erste Folge von Life is Strange, die Fortsetzung, gibt es dann einen zweiten Teil? Ja, gibt es jetzt einen zweiten Teil. Ja. Da ist jetzt die zweite Episode raus. Und den wollte ich halt unbedingt spielen, weil man, weißt du noch, die Charaktere so von dem ersten Ding? Ja, den ersten habe ich gespielt. Fand ich gar nicht so verkehrt. Wir kennen uns seit dem ersten Semester. Wir haben uns durch Studieren halt kennengelernt. Also es war halt mal ein paar Unterhaltungen und in der Mensa halt so gleiche Gesprächsthemen. Wir haben uns halt privat sehr gut verstanden und haben dann halt auch angefangen zusammen Projekte zu machen und wir merken halt einfach, wir sind auf einer Wellenlänge. Ich liebe ja allgemein Fußballspiel schon seit der Kindheit, seitdem ich 5 bin. Also das macht mir immer sehr viel Spaß, einfach wirklich im Team zu spielen einfach. Ja, ich spiele halt mehr hobbymäßig mit Freunden und ja, da ist alles entspannter, du kannst einfach kicken und ist halt auch anders als ein Profifußball. Ja, also ich muss allgemein auch fit bleiben, deswegen mache ich das. Irgendeinen Sport hat, muss man, glaube ich, machen in der Jugend, bevor man, also wenn man auch so viel zu Hause sitzt und viel zockt und isst, so, dann, glaube ich, wird man sehr schnell dick. Warum ist Sport so anstrengend? Ich kam aus Prenzlau, habe dort mein Abitur gemacht. Studieren hätte ich auch natürlich in Berlin können.
Problem aus meiner Perspektive war, Berlin ist einfach zu nah an Prenzlau gewesen. Der Fakt, dass nicht genug räumliche Trennung da war, um meine Eltern mir vom Leib zu halten, war für mich ein ganz klares Zeichen dafür, gut, ich muss weiter weg. Ich hatte schon im zweiten Semester durchaus hier und da Probleme, hinterherzukommen. Aber ich dachte, gut, was ich jetzt zu den Prüfungen nicht ordentlich gelernt habe, kann ich ja noch aufholen. Und trotzdem will ich nebenbei den Stoff vom zweiten Semester nicht vernachlässigen. Ich habe mich trotzdem noch rangehalten, bis ich einen Brief von der Uni erhalten habe, der mich darüber informiert hat, dass ich nicht auf meine Credit Points gekommen bin. Das war für mich desaströs. Ich war wirklich fest der Überzeugung, ich hätte es geschafft, zumindest das erste Semester. Seitdem hatte ich Probleme, auch mich wirklich zu motivieren, um weiterhin zur Universität zu gehen. Oftmals haben mich die Spiele nicht wirklich losgelassen, im Sinne von, ich wollte halt nicht aufhören zu spielen. Und obwohl ich Besseres zu tun hatte und mir dessen bewusst war, wollte ich es halt trotzdem nicht abbrechen. So gegen Ende meiner Uni-Zeit habe ich halt auch eingesehen, dass meine Eltern recht haben und ich es alleine nicht mehr wirklich hinkriege. Also habe ich mir Hilfe gesucht über einen ambulanten Psychotherapeuten. Das hat leider nicht so viel gebracht, wie ich es mir erhofft hatte. Ich glaube, ich war insgesamt 2 Jahre bei ihm und geändert hat sich effektiv nichts. Außer, dass ich dass ich den Wechsel auf die Fachhochschule durchgezogen habe, was dann dazu geführt hat, dass ich 4 weitere Semester an der Fachhochschule verschwendet habe und nichts großartig vorzuweisen hatte. Ich spiele schon immer Call of Duty ganz gerne. Was mich fasziniert, ich muss nicht viel nachdenken. Ich weiß meine Aufgabe, und zwar den Feind zu töten. Und das mache ich halt. Das ist so dumm. Ich schäme mich gerade richtig. Ich habe so viele Stunden im Internet verschwendet, schon fast. Einfach auf YouTube irgendwelche Sachen angeguckt und auf jeden Fall denke ich, dass ich Computer- und Internetsüchtig war. Ich kann mich daran erinnern, dass ich extra mein Nintendo zum Beispiel, also nachdem ich ins Bett musste, mitgeschmuggelt habe und dann bis in die Morgenstunden gespielt habe, weil ich süchtig nach einem Spiel war. Zocken hat für mich schon immer einen Sinn gehabt. Einen anderen Sinn, als vielleicht andere Leute denken. Für mich ist dieser Sinn, meine Seele zu beruhigen. Und du kämpfst. Auf die Schule hatte das keine Auswirkungen. Ich war eigentlich immer gut in der Schule, selbst mit Zockexzessen. Sanna Mira, ehrlich, bitte, bitte geht mal raus. Mama! Schick die mal raus, Mann, die nerven mich voll. Meistens habe ich wirklich das Gefühl, dass ich mich ganz gut entscheiden kann, ob ich jetzt zocke oder nicht, also letzte Zeit. Das war früher ganz anders. Früher habe ich geweint, als ich nicht zocken durfte. Da konnte ich sagen, dass das Zocken wirklich eine richtige Sucht war von mir. Aber jetzt ist es ganz entspannt. Hallo. Meine Eltern haben wirklich viel rumgestresst eigentlich, weil ich schon in der Grundschule eigentlich viel gespielt habe. Ich habe halt immer gesagt, dass ich die Hausaufgaben schon fertig habe oder dass ich die in der Betreuung schon gemacht habe. Und habe da wirklich viel gespielt, aber dafür habe ich immer aufgeräumt oder irgendwie immer viel geschleimt bei meinen Eltern. Oh, müde. Früh aufgestanden heute. Ja, hast du ganze Nacht gelabert gestern. War ich 3, 4 Uhr mit deiner Stimme. Konnte ich nicht schlafen. So laut bin ich gar nicht. Doch.
Du am lautesten bist. Ich höre die anderen nicht, nur deine Stimme. Ist wahr. Ich und Papa, da wollten, dass er nie spielt. Wir wollen einfach, dass er lernt und auf seine Schule aufpassen und so. Aber da hat man immer so Probleme gehabt. Ich habe immer, wenn er Test hat, Mathe-Test oder Englisch-Test, habe ich immer den Spiel versteckt und hat er gesucht irgendwie und hat er nicht gefunden. Und wenn er jetzt 1 oder 2 gebracht mit Noten, dann habe ich ihn belohnt, manchmal und manchmal auch nicht. Das hat mir natürlich sehr geholfen von der Tagesstruktur her. Ich habe jetzt welche. Das ist natürlich schon mal ein großer Vorteil von vor noch 2, 3 Jahren, wo dann nicht allzu viel gelaufen ist von dem, was ich mir vorgenommen habe, wenn ich mir was vorgenommen habe. Und ja, ich bin schon froh für die Möglichkeit hier, definitiv. Herr Jablonski, haben Sie kurz Zeit? Hier steht was von, als Frage formuliert, ob ein Ölverlust feststellbar ist. Ich habe jetzt nichts gesehen von unten. Oben war jetzt irgendwie ein Tropfen Öl auf der Verkleidung. Hab aber jetzt auch nicht gesehen, woher das kommen soll. Wo ich sagte, meine Güte, was hast du dir da reingeholt? Ne? So ein Schläfrigen, sag ich mal, der ständig, sag ich mal, erst mittags aufsteht, obwohl er 7.30 Uhr anfängt zu arbeiten, ist natürlich immer so eine Geschichte. Chef guckt sich das sicherlich auch eine Zeit lang ein, aber dann wird man ja auch angesprochen. Was ist das denn? Hast du denn da ins Haus geholt? Ne? Die vorsichtig formuliert Fauxpas mit dem Verschlafen waren schon teilweise echt extrem. Nicht unbedingt in der Häufigkeit, aber halt in dem Ausmaß. 4 Stunden sind dann irgendwann nicht mehr lustig. Also schulisch ist er top, muss man einfach sagen. Was wir jetzt bis jetzt hier hatten, einer der Besten. Und das andere, klar, er muss an sich arbeiten, dass er seine ganze Spielerei da oder Zockerei, sagen wir, so ein bisschen in den Griff bekommt. Und dann kann es sicherlich auch ein anständiger Mechatroniker werden. Ja. Es liegt ein bisschen am Umfeld in der Hinsicht, dass ich mir nie wirklich eins aufgebaut habe. Mir haben soziale Kontakte gefehlt. Darüber hatte ich zu wenig soziale Verpflichtungen. Deswegen konnte ich zu Hause herumhocken. Und gekoppelt mit viel Langeweile, was sollen Teenager tun? Außer spielen und surfen. Gut, viele gehen raus. Das war aber für mich halt niemals großartig reizbar. Ich habe ein Fenster, da kann ich die Welt auch sehen. Also von daher. In meinem ersten Profijahr musste ich ja mein Abitur schreiben. Und da musste ich mich schon fast entscheiden: entweder tue ich jetzt alles zum Zocken oder mache ich jetzt mein Abi fertig. Und ich habe mir gedacht, weil es halt so gut lief, trainiere ich weiter und will mich da oben festsetzen erstmal. Und habe wirklich dann sehr, sehr viel gezockt und die Schule vernachlässigt. Und irgendwann war es halt zu spät. Also ich habe zwar noch die Klausuren geschrieben, aber wenn man jetzt 6, 7 Monate nichts für die Schule macht, dann ist es doch schwer, alles nachzuholen, weil du musst schon fast wieder 3, 4 Monate alles nachholen. Ich habe es halt am Ende nicht bereut, weil ich mich in der Spitze der FIFA-Szene festsetzen konnte. Die ganzen Profis und Manager, die haben gesagt, wenn du einmal da oben bist, du kommst nie wieder da runter. Das ist halt allgemein so in der FIFA-Szene. Deswegen war es mir halt ein bisschen wichtiger, in der FIFA-Szene dann für Zeichen zu setzen und dann ein Jahr später mein Abi dazu fertig zu machen. Und im zweiten Jahr habe ich mir dann selber gesagt, bevor ich jetzt hier wieder die Flucht nehme und zum Zocken gehen beim Lernen, habe ich meiner Mutter die PlayStation gegeben und die hat die für 5 Wochen, glaube ich, war das damals, einfach irgendwo versteckt im Haus oder im Keller, ich weiß nicht wo. Ich weiß noch, sogar manchmal habe ich die gesucht nachts, aber ich habe die nicht gefunden. Es war echt ein gutes Versteck. Das war nicht so leicht, aber als ich die PlayStation wieder bekommen habe, das war, glaube ich, wie ein Baby zu bekommen. Das war echt ein schönes Gefühl. Es ist einfach Herzblut. Es steckt zu viel drin. Ich habe zu viele schöne Erfahrungen, Kindheitserinnerungen von Spielen gemacht.
zu viele, eigentlich unzählige Storys, die mich berührt haben. Hallöchen, Gabriel, grüß dich. Hallo Lukas, alles in Ordnung? Herzlich willkommen, ja. Selber? Also du hast eine, tagsüber, so habe ich das jetzt verstanden, du hast eine Anspannung, dadurch, dass du zur Schule gehst, so zur Ausbildung. Und die Entspannung passiert am Bildschirm? Ja, ich fühle mich halt leer. Ich fühle mich verbraucht. Also ich müsste einfach nur meine Batterien aufladen sozusagen. Okay. Und ich habe das Gefühl, das kann ich am PC zumindest ein bisschen. Vielleicht war das Spielen auch eine Bewältigungsstrategie und eine Art, diese Situation, die sich eigentlich nicht so gut angefühlt hat, für dich erstmal gut zu überstehen. Ich habe ja auch oft, ich glaube vor allem früher, dazu tendiert, nicht unbedingt so gerne die Schuld dem Spielen, dem Surfen per se in die Schuhe zu schieben, sondern zu sagen, es ist eine Charakterschwäche von mir aus, dass ich es nicht begrenzen kann. Mhm. Ich habe ihn immer so wahrgenommen als jemand, der dann regelmäßig gekommen ist, gerne gekommen ist und an seinen Sachen gearbeitet hat. Und ich habe von außen auch den Eindruck, es hat sich wirklich, also kann man so objektiv sagen, viel verändert im Leben. Haha, guck mal, ich bin Jodler. Oha. Oh, ich bin Cupid. Oder? Nein, ich bin Jodler. Du bist Cupid. Was so? Ach so. Früher habe ich hauptsächlich alleine gespielt. Und jetzt ist es mehr Multiplayer geworden. Und heute sehe ich Zocken eher als Belohnung. Weil ich keine Zeit mehr habe, mich da stundenlang drum zu kümmern sozusagen, sondern ich habe Verpflichtungen wie Universität und Aufräumen und mich auch ab und zu mal bei meinen Freunden melden und sonst was. Deswegen ist für mich Zocken ein Privileg mittlerweile. Seit diesem Jahr leben viele E-Sportler schon vom FIFA-Spielen. Ich zum Beispiel ernähre schon die ganze Familie also davon. Ich muss die Miete zahlen und muss die Nahrung zahlen. Und das geht eigentlich noch ganz gut. Also ich weiß noch nicht, wie die Szene sich entwickelt. Vielleicht kann man ja nach der Zeit als Profi auch in der Szene bleiben, als Manager oder als Kommentator. Wir wissen halt alle nicht, wie groß die Szene wird. Aber nebenbei versuche ich mich halt weiterzubilden und nächste Zeit zu studieren und vielleicht auch einen anderen Weg einzuschlagen. Ich will irgendwann mal eine Frau haben. Ich möchte mit ihr mindestens ein Kind haben, also eine Familie gründen. Ob ich dahin komme, weiß ich nicht. Und ehrlich gesagt ist das im Augenblick einfach zu ungreifbar, zu surreal. Ich glaube, dass der Kampf mit der Sucht vermutlich eine Lebensaufgabe sein wird. Ich denke, im Moment kann ich wirklich sagen, dass ich in der Phase bin, wo ich am glücklichsten bin. Also ich habe momentan alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und ich habe eine rosige Zukunft in Aussicht durch meine Arbeit und durch meine Uni und durch auch den Freundeskreis, den ich mittlerweile aufgebaut habe, der mich wirklich festigt auch im Leben. Und selbst wenn auch mal Tiefphasen kommen, weiß ich, dass es vorübergehen wird und dass ich auch jemand habe, mit dem ich reden kann. So, ich bin nicht alleine und das gibt mir sehr viel Sicherheit auch. Das macht mich auch unglaublich glücklich gerade.